So, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mal bei einem ganz anderen Thema, also es geht nicht um die Motoren. Da sind wir nämlich momentan zugeschossen. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 5 Motoren. Ja, die wollen auch noch gebaut werden. So, auf jeden Fall geht es darum, wir haben ja schon mal immer mal drüber gesprochen, dass wir uns vergrößern, verändern, wie auch immer. Da nehmen wir euch heute mal mit. Wir haben nämlich jetzt endlich mal freie Bahn. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Terbeis und ich brausen da jetzt einmal rüber und schauen uns das einmal an. Das wird quasi heute so ein bisschen Sneak für euch, was da kommt. Wenn wir drüben sind, erkläre ich auch noch mal ein bisschen mehr, erzähle ein bisschen mehr dazu, weil da Fragen schon bei Instagram kamen, ob das nun das ist und bla. Nee, aber das sehen wir gleich. Wir beamen uns quasi einmal rüber, weil Autofahrt ist langweilig. Ich schnipp's und dann sind wir drüben. So, wir sind angekommen. Wir sind Luftlinie 5,5 Kilometer ungefähr. Wenn man das jetzt fahren soll, momentan ist die Straße noch gesperrt. Sie ist trotzdem viel befahren, aber sie ist gesperrt, das darf man nicht vergessen. Hier ist relativ wenig los jetzt gerade noch. Wir sind quasi in Schaffeln, direkt an der Aral-Tankstelle. Gibt hier auch nicht so viele, deswegen ist die einzige. Und wer hier aus dem Ort kommt, aus der Gegend kommt, der kennt das auch. Wir sind in einer Werkstatt, die gibt es, eigentlich war das mal laut Hörensagen von dem Besitzer hier, war das mal die Tankstelle, die dann immer mal umfunktioniert worden ist zu einer Werkstatt. So, da werfe ich schon seit knapp 4 Jahren ein Auge drauf. Und eigentlich so zweimal im Monat, wenn ich hier tanken bin, oder allgemein, ich bin ja öfter hier tanken, aber wenn ich denn hier tanken bin, und in der Regel zweimal im Monat frage ich mal so nach. Und das habe ich seit 4 Jahren gemacht. Und der eine Morgen war mal nicht, nee, ist noch nichts, sondern dieser Morgen war, ja, kann losgehen. Und aus diesem Jahr kann losgehen, ist das jetzt hier. Vorher, wie gesagt, hier ist viel Arbeit drin. Aber da sind wir jetzt bei und Vorgas geben und ja, wir machen, glaube ich, einmal so einen kleinen Vorporn, würde ich sagen. Den spielen wir jetzt gleich mal ein und auf jeden Fall seht ihr mal, was Phase ist und dann erkläre ich gleich was dazu. So, jetzt habt ihr es mal gesehen, also wir haben auch Bilder ja gesehen, also ich habe da Bilder gemacht, wo das erste Mal hier drin war, das ist jetzt auch schon gute, ja, 5 Wochen her jetzt knapp und ja, halt das war gar nicht zu sehen vorher, es war ja überall, war hier Müll und hier stand ein Auto und da hinten stand ein Auto und dann stand hier noch ein Auto zwischen und puha, also es war so ein richtiges schönes Messi-Lager. Ja, so sieht es jetzt aus. Wir wollen euch einmal mitnehmen dafür. Und zwar, grundlegend ist der Plan ja eigentlich, das ist nicht das neue Gebäude, und das ist jetzt die Auflösung, weil mich gestern so viele gefragt haben. Und wir sind halt hier sehr ortskernnah, sag ich mal, oder ist es eigentlich der Ortskern, dass mich schon viele gesehen haben hier, dass wir hier rumwerkeln, rumtüdeln. Das ist nicht das neue Gebäude, das ist ein Zusatz. Das kam jetzt alles auf einmal. Wie gesagt, ich frage seit 4 Jahren und jetzt kam das. Wir sind auch in der Planung für noch was ganz Neues, aber wie gesagt, das ist halt echt ein bisschen größer, ein bisschen aufwendiger. Das ist nicht mal eben gemacht, da sind wir so ein bisschen bei noch, aber das kommt auch langsam in die Socken. Wir setzen uns jetzt demnächst nochmal für den Planungsschritt mit dem Architekten hin, planen das nochmal alles und dann geht das da auch voran. Aber wie gesagt, das ist nur ein Zusatz, das wird, ich sag mal, für uns eine Zweigstelle, also Standort Nummer 2. Nordhackstedt bleibt, also das, was ihr jetzt so aus den Videos kennt, das bleibt. Das kommt dazu und das soll eigentlich Schaffelund hier, soll Nordhackstedt ein bisschen unterstützen. Das heißt entlasten. Wir haben ja, wie auch Umbauten oder auch mit unseren Camping-Bullies, die wir eben auch noch machen im Verkauf. Wir bauen sie nicht selber aus, wir lassen sie ausbauen, das kennt ihr auch. Ja, da ist es eben mal so ein Auto kommt rein und auch gerade so ein Umbau oder mal ein Fahrwerk oder Felge, wie auch immer. Das bedarf eben mal 2, 3, 5, 6, 7 Stunden am Stück, dass man Ruhe hat. Und wenn dann Oma Erna dazwischen kommt, die ja einen Termin hat wegen Ölwechsel, ist das immer sehr schwierig. Rüstzeiten bei uns, Auto raus, dann den schnell rein, halbe Stunde Ölwechsel machen, wieder raus, den anderen wieder rein. So, und das wollen wir so ein bisschen hiermit ändern. Das heißt, da drüben sind Langzeitprojekte und hier sind im Endeffekt, sag ich mal, so eine Servicebude wäre das, Service Point. Ja, Ölwechsel, Zahnriemen, Bremse,
den normalen Alltag, dass wir da drüben ein bisschen mehr Ruhe kriegen, hier den Alltag abfangen, um uns jetzt bis der geplante, das geplante neue Ding, ich kann auch noch nicht zu viel sagen, steht. Ja, und wir haben ja noch ein bisschen Arbeit. Das soll aber so erstmal, dass ihr versteht, was der Hintergrund ist. Also hier wird das ja so sein, wahrscheinlich werden Thies und ich hier rübergehen erstmal. Das heißt drüben, ihr habt in dem Mongo-Video, wo wir Thies dann auch das erste Mal gestartet haben. Da habt ihr einen gesehen, der hieß Marvin. Das ist unser Neuer. Der fängt jetzt eigentlich zum 1.6. hat er angefangen. Und der wird mit Bjarne und Krei drüben Nordhackstedt erstmal machen. So, und Thies und ich gehen hier rüber und schauen erstmal, wie weit wir zu zweit hier zurechtkommen. Das bedarf auch eine kleine Anlaufphase. Ja, und so ist eigentlich der Plan. Ich denke mal, dieses Entlasten von drüben wird wahrscheinlich schwierig werden, weil da wird hier noch einiges dazukommen, glaube ich. Also ja, das hat so viele Seiten momentan bei uns. Wir haben so viele, der Kopf ist überall. Ja, das merken auch alle anderen um mich herum momentan, dass es ziemlich schwierig ist. Aber ja, will auch alles gepasst werden und den Stress braucht man sich selbst. Tja, was erkennt das? Ne? Ja, wir haben hier auf jeden Fall ein Gebäude, was schon ziemlich alt ist. Hier auch schon ziemlich lange nichts mehr passiert ist. Und ja, wir werden hier auf jeden Fall als allererstes den Boden rausschleifen. Das heißt, das, was jetzt hier drauf ist, das ist halt schon ziemlich runtergefurzt. So eine Beschichtung kommt hier nachher wieder rauf, aber das muss halt einmal schön blank geschliffen sein und sauber sein, so wie hier hinten. Damit da, wenn wir hier einen Ölwechsel machen und Öl auf den Boden drauf, damit das nicht in den Beton zieht. Und natürlich auch nicht in den Grund eng und sickert das ja durch. So ist auch eine Vorgabe, muss man halt so machen als Kfz-Werkstatt, das ist ganz normal. Dieses Telefon, ne? ja, das heißt, dass wir hier das einmal abschleifen werden. Wenn das abgeschliffen ist, dann kommt eine neue Versiegelung rauf. Wenn wir das dann gemacht haben, werden wir nebenbei natürlich auch schon die Wände anfangen, schier und kahl zu machen. Hier sind so zwei, drei Schimmelflecken, hier wurde ewig nicht geheizt drin. Das heißt, wir müssen da erstmal Maler zur Rate ziehen, gucken, wo kommt es her, kann man das einfach mit Schimmeldeck bearbeiten und nachstreichen, alles in Werkstattfarben. Das soll hier so ein bisschen, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, ein bisschen was fürs Auge werden, so dass man sich hier wohlfühlt und das mehr oder weniger so eine, ja, Schrauberwerkstatt wird, die wirklich picobello und sauber und nicht so viel Schmuddelkram drumherum irgendwie. Ich sag mal, klassisches Beispiel, jeder kennt es, ein T4 durchschweißen, danach sieht das um dich herum aus wie ein Schlachtfeld und das soll hier eigentlich nicht mehr sein. Ne? Hier ist zum Beispiel sowas, was wir gerade hatten mit dem RS6, dem neuen von Nils, Fahrwerk einbauen und so, das soll hier ganz in Ruhe ein bisschen, in, blöd gesagt, schick und schön stattfinden. Ja, so war der Plan eben. Und eben unsere Bullis muss man auch immer sauber arbeiten können und nicht, dass da einer nebenan noch flext und ja, das bringt halt viel mit sich. Deswegen hier Farbe, Schleifen, da hinten ist noch so ein bisschen was an der Decke nicht in Ordnung. Hier oben, da kommt nachher ein Kumpel von mir, das Zimmerer. Mal gucken, was wir da machen müssen, ob das wirklich von der Feuchtigkeit ist oder nicht. Also theoretisch ist hier überall so ein bisschen Arbeit noch drin. Ne? Ja, Heizung muss noch gemacht werden und hier müssen noch Geräte rein, die haben wir schon bestellt, also Hebebühnen und Reifengeräte und ja, darauf warten wir jetzt ein bisschen, aber wir müssen jetzt erstmal in die Socken kommen, dass wir das hier einmal alles schön schier machen. Tore kommen natürlich noch neu, Büro kommt neu, so das ist jetzt hier mal so ein Öllager, wie es halt aussieht. Hier war vorher einer drin, der hat das als Hobby gemacht. Jeder weiß wahrscheinlich, was ich meine, also Hobby ist das hier. das muss abgeholt werden und sauber gemacht werden, einmal alles ordentlich. Hier hinter ist auch nur so ein kleines Lager. Ein kleines Lager noch drin und der Tank für die Heizung. Die Heizung muss noch geprüft werden und gemacht werden. Wie gesagt, wenn wir hier, ja, blöd gesagt, wir sind halt eine Kfz-Meisterwerkstatt, auch diese wird sein, muss das alles geprüft sein und ordentlich sein. Ne? Ja, dann ziehen wir hier wahrscheinlich noch eine Decke rein. Hier haben wir vorher so eine Art Reifenlager gehabt. Wie gesagt, die Werkstatt zuletzt, dass es eine Werkstatt war, ist bestimmt 15 Jahre her. Wir haben vorher so die Dinger, haben die Reifen drauf gestellt und als Reifenlager benutzt werden wir nicht machen. Wir werden hier keine Reifeneinlagerung anbieten. Wechsel ja, einlagern können wir, wie der Nordhack steht. Aber da kümmern wir uns ja drum, wie wir das am besten hinkriegen. Da werden wir eine zweite Ebene reinziehen. So ein bisschen für uns dann oben als Lager nutzen. Wie gesagt, die Geräte kommen raus hier. Da kann man mal sehen, wie alt diese Werkstatt schon ist. Also jeder, der ein bisschen was mit Kfz zu tun hat, der weiß, wie alt so eine Maschine hier ist. Und das ist lange, lange nicht mehr Standardtechnik. Das ist das Museum, ne? Also ist schon hammerhart. Ja, dann
Was ganz witzig ist, das hat mir der Besitzer, also der Verpächter hier von der Tankstelle, hat mir das erzählt. Da oben ist so eine Art ja, Stromwandler, Umwandler, glaube ich. Ich glaube, der hat, ich weiß nicht, er sagte, das Ding muss da gute, das war in der Tankstellenzeit. Also wie gesagt, das Ding hier war mal eine Tankstelle. Ganz, ganz früher, ich kann da keine Zahlen sagen, aber irgendwie ganz, ganz früher. Und da hing das Ding da, um die Zapfsäule mit Strom zu versorgen, die Pumpen. Weil die mehr Stromaufnahme hatten als das, was damals aus der Steckdose kam. Ich sag mal, was man heute kennt unter einer Steckdose 230 Volt und der 380 Volt Starkstromdose 380. Ich bin kein Elektriker, keine Ahnung. Aber das hat der wohl damals umgewandelt. Ich fand sowas auch immer ganz interessant zu sehen. Ja, wie gesagt, das da vorne kommt alles weg da. Das ist nicht mehr alles. Das soll halt. Das ist eine Küche. Aussehen, ja, ich meine. Vielleicht war das so damals hier, dass man schnell den Reifen montiert und dann nebenbei ist den Kaffee gekocht. Ich weiß das nicht, aber. Die Bockwurst. Ja, wir machen das definitiv nicht so. Ne? Also, es soll alles ein bisschen vernünftig aussehen. Dann haben wir noch ein kleines Büro, nicht groß, aber lang für das, was wir wollen. Ja, hier genau das gleiche Spielchen, alles zwischen runtergerockt. Hier der Boden ist halt schmierig und eklig. Wie gesagt, das Bild. Wir können mal jetzt das Bild anschauen von dem Büro hier, wie das hier vorher aussah. Hier, also hier konnten wir nicht stehen. So ein bisschen ist das noch hier, das kommt auch noch raus. So und dann ja, Farbe, Licht rein, Büro rein, Annahmetresen rein. So ein bisschen schick machen mit ja, unseren Felgen oder mit den KW-Ständern. Also so ein bisschen was fürs Auge. Das soll hier auch stattfinden. Ne? Hat alles schon so ein bisschen so einen alten Charme hier, so ein bisschen muchelig und so, ne? Aber. Es ist meiner Meinung nach die beste Lage, die man hier bei uns in der Gegend kriegen kann. Meine Meinung. Ne? Das, da gibt es vielleicht andere, aber meine Meinung ist das vielleicht die beste Lage. Wir haben eigentlich überlegt, vielleicht ist es auch, das ist natürlich regional gesehen, hier so ein bisschen diesen Servicekram zu machen und eine Aufbereitung. Aber einen Aufbereiter zu bekommen ist gar nicht so einfach, habe ich gehört. Falls wir das machen wollen und falls ihr das seht und ihr seid Aufbereiter, habt schon Erfahrung damit, ihr könnt das, gerne mal in die Kommentare und oder halt direkt bei uns kontaktieren, über Mail, wie auch immer, anrufen, dann kann man über sowas vielleicht mal sprechen. Vielleicht ist da ja einer bei, der sagt, ja, Mensch, hier suche ich schon länger. War nämlich auch eine Idee, dass wir sagen, ein bisschen Technik und ein bisschen Aufbereitung ist Nutznießen auch ein bisschen für uns, weil wir eben die Campingpullis auch verkaufen und dass sie immer so ausgeliefert werden können. Jetzt momentan bringen wir sie halt noch weg, sind wir super zufrieden mit, ist aber auch ein bisschen weiter als um die Ecke hier ist in Rendsburg und da fahren wir doch schon 100, über 100 Kilometer hin und zurück. Jo, dann ist hier hinten ist recht interessant. Hier direkt hier hinter ist ja quasi eine Waschanlage. Das ist quasi die Regel, die Steuereinheit dafür. Hier, ich weiß nicht, was das alles ist, aber das gehört auf jeden Fall noch unter drüben hin. Hier werden wir auch alles ein bisschen Klatschschiff machen, sauber machen, Abfluss ordentlich mal wieder installieren und so. Und dann werden wir, ja, weiß nicht, was hier reinkommt, kleines Archiv oder sowas mal gucken. Ja, überlegt haben wir auch noch, dass wir hier vielleicht eine Tür reinmachen, aber ich glaube, das wird nicht so einfach werden, weil das da so ein bisschen eingemauert ist, das Ganze. Ja, aber wir haben schon ein paar Ideen. Hier haben sie auch die Lampen einfach mit übergemalt, weil sie nicht mehr funktioniert haben, würde ich behaupten. Kann man machen. Ja, es ist halt uralt, ne? Das kann man nicht anders. Ja, dann haben wir. Wir können ja nochmal draußen gucken. Mal zu machen. Genau, dann werden wir. Den einen haben wir jetzt gerade noch wieder stehen, Camper. Diese gehen momentan relativ gut weg. Also, wenn wir drei gekauft haben oder vier, dann sind zwei davon schon wieder verkauft, bevor sie ankommen. Ist dann nur gut. Aber hier werden wir so ein paar Autos hinstellen. Und wir werden wahrscheinlich parkplatztechnisch da drüben noch was klären. Dass für die Kunden, die bei uns kommen, dass die da hinten noch einen Parkplatz haben. Ne? Ja, und ansonsten haben wir natürlich hier die. Waschanlage selbst. Nicht mega interessant ist, aber wie ihr wisst, wir sind ja oftmals in unseren Videos, sage ich, wir müssen nochmal tanken fahren. Machen wir genau hier. Das heißt, wir sind jetzt direkt an der 102 Oktan Quelle. Genauso viel wir das eben brauchen. Ja, das wird glaube ich gar nicht so ein langes Video sein. Ne? Wie viel haben wir jetzt auf dem 12 Minuten. Egal, ist dann halt auch mal kürzer. Ich würde sagen, Tierbeißer hat ja vielleicht noch ein bisschen Material, was er abfilmen kann. Und ja, vielleicht ein paar Drohnenaufnahmen. Ihr habt schon mal Einblick bekommen.
Wir werden immer mal wieder, wie gesagt, folgt uns auf Instagram. Da werdet ihr die nächsten Zeit viel sehen, wenn die Tore kommen, wenn die Geräte kommen. Und wir werden euch nämlich wahrscheinlich erst wieder abholen, wenn wir, sag ich mal, so ein bisschen Fortschritte sehen und auch gemacht haben. Ne? Baustoffe sind momentan noch schwierig. Also Handwerker sowieso immer ausgebucht. Deswegen, wir müssen so ein bisschen gucken. Das war alles relativ schnell und spontan. Wie gesagt, das erste Mal, 5 Wochen ist es her. Und jetzt ist es soweit, dass er vor mir da raus ist. Und jetzt können wir Gas geben. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall, wenn es hier weitergeht. Und im nächsten Teil auf jeden Fall sowieso. Da geht es weiter mit dem VR6, mit dem Golf 2. Und ja, ich sag, viel Spaß dabei, dranbleiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß dabei, ciao, ciao. Game over.